Im deutschen Grundgesetz steht auch, eine Zensur findet nicht statt. Leider doch, eine Zensur findet in Deutschland jeden Tag statt, werde ich gleich was dazu sagen. Und noch schlimmer, es findet nicht nur Zensur statt, es findet sogar Volksverhetzung, das heißt das Verdrehen der Wahrheit in das Gegenteil statt. Das ist ja noch schlimmer als Zensur. Die Verharmlosung von Krieg ist hier nur ein Beispiel. Findet die Zensur in jedem Betrieb statt, auch in der Bundeswehr als Betrieb in Anführungszeichen. Aber auch die Journalisten, die viele unterschreiben müssen, von denen viele unterschreiben müssen, dass sie die Wahrheit nicht berichten. Die unterschreiben, dass sie die volle Wahrheit auf gar keinen Fall berichten. Und zwar, wenn es gegen den kleinen Bruder und gegen den großen Bruder geht. Also Atlantik, nordatlantisches Bündnis oder Israel, dann darf man dagegen nichts Negatives sagen. Positives schon, aber Negatives nicht. Das ist natürlich Zensur, die vorprogrammiert ist, wenn ich solche Verträge diese Leute zwinge zu unterschreiben. Oder sie verlieren eben ihren Beruf beziehungsweise bekommen ihn erst gar nicht. Dass diese Zensur, also das Unterdrücken, insbesondere auch des freien Internetzugangs, geradezu ein Wesenselement von Diktaturen und autokratischen Systemen ist. Das habe also nicht ich gesagt, das hat der gesagt. Putin liefert nicht mehr Gas. Ist richtig, die Süddeutsche Zeitung beliefert mich auch nicht mehr, ich kriege keine Zeitungen mehr von denen, denn ich habe das Abo gekündigt. Und spätestens, wenn einer nicht mehr bezahlt, dann wird er natürlich nicht mehr geliefert bekommen. In dem Fall kommt noch erschwerend hinzu, wir haben ja sogar versucht, die Gasförderung und die Gasweiterleitung zu erschweren. Das heißt also auch dort versucht, einen Boykott zu machen. Und wie sieht es aus mit der Frage, dass Deutschland ja wegen dem oder nach Beginn des Ukraine-Kriegs, wegen wurde nicht gesagt, nach Beginn des Ukraine-Kriegs die Nord Stream 2 nicht mehr haben wollte? Es ist genau umgekehrt. Es war nicht Deutschland, es war nicht nach dem Beginn des Krieges und es war, wie gesagt, auch die USA, die das direkt verboten haben. Es geht nicht darum, dass Deutschland das nicht wollte. Es geht darum, dass die USA durchgesetzt haben, dass sie gesagt haben, wir wissen sogar, wie wir das verhindern, wenn ihr das nicht mitspielt. Also die USA haben vor Beginn des Ukraine-Kriegs diese Nord Stream 2 verhindert. Das wird natürlich so in diesen Beiträgen nicht gesagt. Gibt es Leute, die das richtig sagen oder andere Dinge sagen? Ja, gibt es. Ich habe hier einen Schweizer, der zum Beispiel sagt, ich zitiere, seit langem ist bekannt, dass die ukrainischen Milizen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen. Die Schweiz hat sie nicht verurteilt. Derzeit beginnen viele ukrainische Kriegsverbrechen von westlichen Zeugen und humanitären Helfern angeprangert zu werden. Ihre Enthüllungen werden zensiert, wie die von Reuters und der Spiegel zensierte Enthüllung von Natalia Usmanova, die erzählt, dass es ukrainische Milizen und nicht die Russen waren, die Zivilisten daran hinderten, durch die humanitären Korridore zu gehen. De facto unterstützt die Schweiz Praktiken, die nach den Genfer Konventionen, deren Depositarstaat sie ist, verboten sind. Dem stimme ich zu. Ich denke, dass das in Deutschland nicht anders ist, dass die anderen Verbrechen, also die Verbrechen der anderen Seite, sprich der Ukraine, zensiert werden, weggeschnitten werden. Also im Klartext, ich habe den Befehl gegeben, dass die Soldaten kastriert werden, die Kriegsgefangenen. Wer so etwas macht, müsste eigentlich vor der Welt angeprangert werden. Wer solche Verbrechen nicht nur selber mal so aus Versehen oder wie auch immer begeht, sondern systematisch will, dazu anstiftet oder in dem Fall das sogar befiehlt, der müsste natürlich eigentlich angeklagt werden. Und deswegen erfahren wir das nicht, in Deutschland nicht, in der Schweiz nicht, in Österreich nicht, im Rest der Welt auch nicht. Denn dann würden wir ja nicht mehr sagen, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen und Schluss. Wenn ich etwas verdrehe, dann ist das nicht Zensur. Zensur ist, wenn ich etwas abschneide, wenn ich etwas verkürze oder etwas gar nicht bringe. Und dafür den Wetterbericht oder was auch immer, oder ein Fußballspiel, das ist Zensur. Wenn ich aber das Gegenteil konstruiere, erstmal behaupte und dann durch Abschneiden dieses Gegenteil belege, in Anführungszeichen,
dann habe ich ja nicht nur etwas nicht gebracht, sondern ich habe ja vorher was konstruiert, was anderes konstruiert, also eine Lüge. Und eine Lüge ist nicht Zensur, eine Lüge ist nach meinem Rechtsempfinden, bin kein Jurist, Volksverhetzung, also ein Straftatbestand. Nun, wir leben im Zeitalter des Internet und da kann man das ja nachprüfen. Hat Lavrov jetzt gelogen oder hat er nicht gelogen? Und da gibt es Leute, die sagen, das kann man nachprüfen. Da gibt es ja ein Video von dem Bürgermeister, kein Russe, ein Ukrainer. Und der hat gesagt, ich gebe den Russen ein Alibi. Die sind nämlich alle weg, das heißt anderswo, also Alibi. Wenn die aber woanderswo sind, können sie diese Gräueltaten nicht begangen haben. Dann habe ich gesagt, na gut, schaue ich das Video doch mal an. Ups, das Video ist leider nicht verfügbar, weil der YouTube-Kanal gekündigt wurde. Ich glaube, jeder hat gesehen, dass der Bürgermeister, auch wenn er jetzt nicht ukrainisch kann, sehr erfreut ist, es lebe die Ukraine, die Russen sind weg, alles in bester Ordnung. Und vor allen Dingen, man hat keine einzige Leiche gesehen. Die Frage ist, könnte die denn nicht in der Nebenstraße gelegen haben? Da sage ich ja, aber das war der Bürgermeister. Und wenn der Bürgermeister so ein Interview macht, dann wird dem gesagt, pass mal auf, Kumpel, in der Nebenstraße, da liegen aber, Spiegel hat gesagt, alles übersät mit Leichen. Da liegen Hunderte. Warum hast du das denn nicht erwähnt? Also für mich ist das ein klares Alibi, wenn dem Bürgermeister das nicht gemeldet wird. Und wenn er selber auch nicht sieht und wenn wir auf dem Video nichts sehen. Und wenn es noch ein zweites Video gibt, wo die ukrainische Armee auch durchfährt, durch Butscha, auch ohne Leichen. Dann ist das für mich ein Beweis, mit dem ich vor jedes Gericht gehen würde, dass dieser Bürgermeister die Wahrheit sagt. Es gab dort keine Leichen. Aber 4 Tage, nicht einen nach dem Abzug, wo das Video gemacht wurde, 4 Tage nach dem Abzug, war alles übersät mit Leichen. Wollen wir mal glauben, dass der Spiegel da auch die richtigen Fotos gemacht hat und nicht jetzt unbedingt alle Fotos fälscht. Aber plötzlich sagen die Engländer, nein, nein, das wollen wir nicht vor die UNO bringen. 2 Mal haben die Forderung der Russen abgelehnt, das sofort zu untersuchen. Plötzlich sagen unsere Medien, nein, nein, jetzt wollen wir nicht mehr diskutieren, dass das ja ein schlimmes Verbrechen ist, Leute zu foltern und zu töten. Zumal man auch Leute mit weißen Armbinden auf den Fotos zum Teil sieht. Das heißt, man kann erklären, dass die ukrainische Armee etwas gegen Neutralität der Leute hatte. Und plötzlich ist das kein Thema. Wenn ich vorher aber sage, es waren die Russen, dann ist das wieder nicht nur Zensur, dann ist das wieder Volksverhetzung. Es hätte ja nur diese Einhaltung der Zusage, die NATO nicht auszudehnen. Er hat gesagt, was wir ja schon lange wollten. Ja, das haben wir nicht nur gewollt. Das haben wir in Europa unterschrieben, schriftlich, und das wird wieder in den Medien streng geheim gehalten. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat behauptet oder veröffentlicht, dass diese Zusage, die NATO nicht auszudehnen, ja von Genscher und Baker mündlich im Zuge der deutschen Einheit gegeben wurde. Diese Aussage ist wahr und zensiert. Denn es war richtig, dass es mündlich erfolgte durch die beiden an die damalige Sowjetunion. Aber es ist auch richtig, dass es danach 2010 in Astana schriftlich niedergelegt wurde. Ich zitiere hier nicht den ganzen Text, sondern nur den Kern. Die Teilnehmerstaaten haben also gesagt, jeder darf jedes Bündnis frei wählen. Und dann, Sie, die Teilnehmerstaaten, werden Ihre Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Staaten festigen. Das ist nicht der Fall, wenn die Ukraine mit den Fidschi-Inseln ein Bündnis eingeht, aber das ist der Fall, wenn die NATO direkt an die russische Grenze soll. Und zwar gerade von gegensätzlichen Fakten ist Journalismus, denn dann kann der betreffende Mensch entscheiden, wem glaube ich? Glaube ich mehr, dass die Russen schon weg waren, sagt ja der Bürgermeister selber, oder glaube ich, dass die Russen das waren? Ja, kann jeder selber dann entscheiden. Ich muss aber erstmal beide Seiten kennen. Und deswegen ist das Zitieren von Fakten, wie es mir hier heute möglich wurde, und dass Sie jetzt alle diese Fakten kennen, ein Millionenpublikum, habe ich mir sagen lassen, mit den ganzen Online-Klicks dann hinterher. Deswegen ist das so heilsam, weil wir dann nicht mehr diesen Lügenbolden auf den Leim gehen.